Wir beschäftigen uns seit geraumer Zeit auch mit verschiedenen Behandlungsmethoden bei Pferden, weil die Pferde und Deckhengste, die wir haben, auch Hochleistungsathleten sind und gerade diese Stresspunktmassage für die Pferde eine sehr gute Behandlungsmethode ist. Wer mit seinem Pferd Sport betreibt, muss immer damit rechnen, dass sich Muskelverspannungen entwickeln. Dabei spielt die Disziplin keine Rolle. Egal, ob man Dressur reitet, Fahrsport betreibt oder im Springparcours unterwegs ist, ob man Freizeit- oder Westernreiter ist, die Ursachen für muskuläre Probleme beim Pferd sind sehr vielfältig. Ein unpassender Sattel oder ein schlecht verschnalltes Geschirr, ein schief oder unelastisch sitzender Reiter kann genauso der Grund für solche Verspannungen sein, wie die Folgen einer Schlagverletzung, eines Fehltrittes oder eines Sturzes. Überlastungen, auch kurzzeitig, wie sie häufig vorkommen, wenn zum Beispiel ohne entsprechendes Training eine Herbstjagd geritten wird, können sich genauso negativ auswirken wie eine zu kurze Entspannungsphase nach einer größeren Anstrengung oder ganz einfach psychischer Stress. Die Folgen solcher Verspannungen werden meistens spät oder zunächst gar nicht erkannt. Dabei gibt es eine Vielzahl von Warnungen, die vom Reiter oder Fahrer ernst genommen werden sollten. Durch Druck auf die nachstehend gezeigten Punkte wird das Pferd bei Verspannung der betroffenen Muskeln unterschiedliche Schmerzäußerungen zeigen. Hier finden wir den ersten Stresspunkt. Der Muskel heißt Rectus Capitis Lateralis. Wenn das Pferd an diesem Punkt uns Schmerzreaktionen zeigt, dann können wir davon ausgehen, dass wir Schwierigkeiten zu erwarten haben bei der Stellung, beziehungsweise es wird auch häufig berichtet, dass das Pferd sich im Genick verwirft. Hier habe ich einen Stresspunkt gefunden, der nicht genau auf dem... Man sieht, das Pferd wird sofort nervös. Ich lasse einfach nur den Druck liegen. Wenn es zu stark wird und das Pferd zu viel Abwehr zeigt, nehme ich den Druck einfach zurück. Und im Seitenvergleich ist es schon mal hochinteressant zu sehen, dass er hier dann auch in Form der Querfriktion über den gesamten Muskelverlauf mir zeigt, dass es ihm da doch deutlich wehtut. Die von dem US-Amerikaner Jack Ma entwickelte Stresspunktmassage stellt seit Jahrzehnten eine wirkungsvolle Möglichkeit dar, verspannte Muskeln zu finden und erfolgreich zu behandeln.